Coolio, der US-Rapper an einer Überdosis. Rapper Coolio starb im September 2022 völlig überraschend im Alter von nur 59 Jahren. Zuvor brach er im Badezimmer eines Freundes zusammen und wurde anschließend von Rettungskräften 45 Minuten lang vergeblich reanimiert. Die damalige Vermutung, der Musiker erlag möglicherweise einem Herzinfarkt. Jetzt brachte ein Sprecher in einem Statement gegenüber dem Portal TMZ Licht ins Dunkel. Coolio starb an einer Überdosis Fentanyl. Seine Familie habe erst vor kurzem die entsprechende Nachricht aus der Gerichtsmedizin erhalten. Neben dem Opioid wurden in seinem Körper außerdem Spuren von anderen Drogen festgestellt. Zudem hätten sein schweres Asthma und sein jahrzehntelanger Zigarettenkonsum eine Rolle bei seinem Tod gespielt. Sein Körper sei auch deswegen unfähig gewesen, sich zu wehren, heißt es in dem Bericht weiter. Der Sprecher betonte, dass seine Kinder ihren Vater als einen großartigen Mann in Erinnerung behalten werden. Zunächst hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass Coolio ein natürlicher Tod ereilt habe. Sowohl aus Kreisen der Sanitäter, innen als auch aus der Familie hieß es, dass keine Drogen am Ort seines Unglücks gefunden wurden und ein Herzversagen die wahrscheinlichste Todesursache sei. Erkennen Sie bei sich Anzeichen einer Suchterkrankung? Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. hilft Ihnen weiter, zu erreichen ist sie unter 02381 90150. Weitere professionelle und spezialisierte Beratungsangebote finden Sie außerdem auf den Infoseiten der DHS. Verwendete Quelle: tmz.com.